Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ihr seht's, wir machen gerade die Quest, die wir in der letzten Folge vom Doktor schon bekommen haben. Wir sollen hier den Dr. Harvey Spruser bei sich im Hafen abliefern. Wahrscheinlich, weil er selber nicht gesehen werden will. Das ist aber eigentlich egal. Und wir waren dabei bei uns im Kap die erste Dampfschiffswerft zu bauen, beziehungsweise den Spaß so weit vorzubereiten, dass man das irgendwann mal machen kann. Dazu haben wir natürlich noch Kraftwerke aufgestellt, ein oder zwei Stück hier. Und dazu haben wir festgestellt, dass wir hier noch jede Menge Dinge benötigen. Zum Beispiel, zum Beispiel bräuchten wir mal ein fertiggestelltes Betonwerk. Sonst geht es überhaupt nicht los hier. Stahl fehlt hier auch auf der ganzen Insel. Das kriegen wir hier wieder. Und dadurch, dass wir hier auf der Insel schon zwei Eisenminen jetzt aktiviert haben, dürfen wir jetzt auch hier mindestens... Was ist denn Kalenburg? Wo ist denn die Prinzessin? Bin ich doch mal gespannt, wo sich die Prinzessin hier niederlassen will. Lass mich raten, das ist dann irgendwo noch eine entfernte Insel. Hier. Da, oder? Ja, ist das cool. Also hier werden alle Inseln, soweit es geht, besetzt. Ist gar nicht schlimm. Alles gut soweit. Okay, machen wir weiter. Ich hatte gesagt, hier sind die... Wir dürften hier noch zwei Hochöfen errichten. Problem an der ganzen Sache, das ist kein Problem, aber die Arbeitskraft. Wir brauchen hier definitiv mehr Arbeitskräfte. Es gibt auf der Insel leider nur... Nee, Bier geht auch nicht. Das ist eben das Problem. Also wir müssten jetzt hier Folgendes tun. Wir müssten zum Beispiel... Kein Problem. Gerne, Doktorchen. Auf Ihren Befehl. Als Beispiel würde ich jetzt hier vorschlagen, zum Beispiel, wir nehmen hier Bendes Insel hier ein, die hier, weil die ist riesengroß. Da würde ich hier unsere Weizenproduktion, die hier gerade ist, würde ich komplett auslagern und würde die Weizenproduktion gerade auf eine externe Insel komplett auslagern, weil da können wir uns richtig ausbreiten. Ihr seht anhand von der, anhand hier von Weizenmania, das ist mal so ein Layout gewesen, was das für unheimlichen Platz braucht, diese Weizenfelder, die können wir auch natürlich dort nochmal ganz, ganz schnell anlegen. Wow, okay. Nee, okay. Okay, das zu kopieren geht schon mal gar nicht, das ist aber auch nicht schlimm. Im Gegenteil. Es geht hier um Wohltätigkeit. Genau, es geht hier um Wohltätigkeit. Ich würde dann die Weizenproduktion komplett auslagern und würde dann zwei Inseln mit Weizen beliefern, weil Weizen stellt nicht nur gleichzeitig das Brot her, sondern Weizen stellt natürlich dann auch mit hier der Hopfenproduktion oder der Hopfenfruchtbarkeit stellt natürlich hier auch Bier her. Und dann hätte man hier schon deutlich mehr Arbeitskräfte, wo man sich, ja, da könnte man sich einfach darauf verlassen und dann könnte man hier auch die Schwerindustrie noch mehr aufziehen. Weil wie gesagt, also Hochöfen kann man hier nicht genug haben, aber wir bräuchten hier wirklich, wirklich noch viel, viel mehr Arbeitskräfte. Schauen wir mal die Wurstproduktion an. Ja, könnten eigentlich ja, ungefähr doppelt so viel Arbeiter könnten wir eigentlich ungefähr haben. Ich sage mal so an die 600 Arbeiter. Das heißt, das macht schon nochmal ein gewisses Kontingent an Arbeitskraft frei. Wir bräuchten 100. Ja, 95 bräuchten wir auf jeden Fall mal noch dazu. Müssen wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen ausbauen. Dann bauen wir mal noch ein bisschen Schnaps aus. Hier oben bauen wir das auch mal noch ein Segment aus. Dann kommt noch eine Fischfarm dazu, die ich da gerne auch noch mit ranbauen würde. So. Und ihr seht schon, die Arbeitskraft sinkt und sinkt und sinkt. Ja, das ist leider so. Jetzt müssen wir da auf jeden Fall mal Gas geben. Mit Marktplätzen, mit Klamotten, mit allem.
Insgesamt Zähne. Insgesamt Zähne passen ja in solche kleinen Häuslen rein. Das ist kein Problem. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie weit die Reichweite hier geht. Und das wird das nächste. Wir bräuchten hier auf jeden Fall auf dieser Insel auch Ziegelsteine. So, Feuerwehr. Mobilisieren wir gleich mal. Bevölkerungszivis. Naja, gut, die Ingenieure sind noch nicht ganz zufrieden. Ja, das ist zwar abzusehen. Alles gut. Das ist die gute Frau, die wir in der letzten Folge angeheuert haben. Vom alten Nate, die Mai Kalan, Entdeckerin glänzender Juwelen, die sehr viel Jagdglück, sehr viel Kampfkraft hat. Und die bräuchten wir hier für unsere Expedition. Die packen wir jetzt auf jeden Fall mit hier rein. Und schon haben wir 100%, das ist komplett. Wir beginnen die Expedition. So, das ist alles, ja, das ist auf jeden Fall noch alles voll. Das ist leider so. Wir bauen hier noch den Weg hierher. So, dann hätten wir wieder eine Anbindung an den Hafen. Das habe ich wirklich vergessen. Okay, alles gut. Was wir jetzt zusätzlich noch bräuchten, wären auf jeden Fall Stallträger. Sehr, sehr viele. Ernte fährt ein. Na, die Waren fehlen nicht. Das ist eigentlich ein Trugschluss. Die fehlen nicht, sondern die Arbeitskraft muss erstmal steigen. Und wir bräuchten hier auf jeden Fall Ziegelsteine, damit wir die Reichweite von jedem Dienstleistungsgebäude verlängern können. Das wäre wirklich, wirklich gut. 209 hätten wir hier aktuell mal wieder. Mal gucken, wie weit wir da kommen, wenn wir jetzt zum Beispiel... Wir nehmen mal 100 mit. Ja, hier brennt es immer noch lichterloh, aber die Brände sind, sag ich mal, schon relativ gut unter Kontrolle. So, es reicht allerdings noch nicht. Wir haben erst 57 Stahl hier. Reicht leider immer noch nicht. So, dann, ich wollte euch ja noch was zeigen, in der letzten Folge schon. Aber ich denke, dass das immer noch nicht reicht, weil wir brauchen 99 Stahlträger und wir haben erst 57. Genau darum ging es. So, die Feuerwehr, hat die noch Reichweite? Ja, die hat noch genügend Reichweite hier runter. Alles schick. Okay. So, das ist der alte Ned, der uns hoffentlich mal wieder eine oder zwei seiner berühmten Schatzkarten verkauft. Jagdklick hat auch 30 Jagdklick hier. Das ist ein Werftwerkzeugsystem. Cap Trelawney Maschinen. Sehr schön. Dankeschön. Nicht allzu viele Änderungen. Cap Trelawney wieder Maschinen. Und der Zeitungsmann. Oh, okay. Ja, machen wir. Dann bauen wir hier Arbeitskräfte von jedem. Okay, erhöht die Anzahl der Arbeitskräfte in allen Regionen, aber verbraucht 25% aller Bedürfnisse mehr. Da lieber senken wir ein bisschen den Aufstand. So. Von mir aus freigegeben. Ach, wir haben es. Wissen nicht immer, okay, was das okay. Beste für sie ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben es falsch gemacht. Aber alles gut. Das Volk liebt. Nadja, die Entdeckerin. Geschick, Navigation. War das jetzt und schon Zensur ein Taucher. Oder bloß das ist Gefechtskunde und Jagdglück. Wer kann es schon der sagen? Wehmütige Pirat ist auch. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Tiere, die alte Welt. Was ist das für Dampfschiffe? Ein verstellbarer Propeller. Okay, ich versuche mich in dich hineinzuversetzen. Das brauchst du nicht, liebe Ben. Das brauchst du echt nicht. Artefakte für die neue Welt. Tiere für die neue Welt. Artefakte im Cap Trelawney und auch Tiere. So, da hätten wir mal wieder vier. Da hätten wir vier Schatzkarten, oder? Alles bereit.
4 Schatzkarten und dann geht wieder los, die lustige Schatzsuche. Ich werde niemals seekrank. Okay. Wir richten erstmal wieder nach Norden aus. Dann schauen wir mal. Das ist eine große Landezunge auf der Westseite und eine kleine auf der Ostseite. Okay. Dann müssen wir mal etwas weiter rauscrollen. Ne, das ist sie definitiv nicht. Ich schätze eher, das ist die hier. Und hier ist das Ziel. Perfekt. Okay, nächste aufmachen. Landzunge. Die kann man hier von Westen aus anfahren. Ist auch nur eine. Ne, das ist eher von Nordwesten. Das ist eher von Südwesten. Ne, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Ja, die hier sehe vielleicht nicht ganz schlecht aus. Ne, auch falsch. Mm-mm. Das hier wären 2. Das hier wäre nicht schlecht. Das hier wäre nicht schlecht. Wo liegt das? Der Schatz würde hier oben irgendwo liegen. Da ist er. Da ist der erste Schatz. Und das ist der an der großen Landzunge. Sehr schön. Mal, was Jonas im Wal gefunden hat. Eine Krake, eine legendäre Krake. Das ist zum Set. Für die abgründigen Tiefen. Das ist ja cool. Das ist ja richtig fett. Gibt 50 Attraktivität für unseren Zoo. Ha, geil. Okay. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Ja, die Landzunge hier hinlänglich bekannt. Da wohnt Bente drauf. Auf der Landzunge. Beziehungsweise auf der Insel. Das ist die Insel, die wir eigentlich ihr abkaufen wollten. Was wir auch gleich tun werden. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt schon mal alle Schiffe, die es irgendwie gibt, würde ich jetzt schon mal dort runter buxieren, damit die Teile, die eventuell durch den Aufkauf dieser Insel irgendwo ins Wasser fallen könnten, damit wir das auffangen, beziehungsweise dann an Bord nehmen können. Ja, das haben wir ja schon mal erlebt. So, landen wir doch vor mal an. Das ist der Dr. Hugo. Ich weiß nicht, warum der hier steht. Kann ich euch allerdings nicht sagen. Wie gesagt, südlich an Bendes Insel. Oh, Kulturen der Ägäis. Okay, eine Statue bringt auch schon mal wieder 30 Attraktivität. Ich glaub's nicht. Okay, dann müssen wir trotzdem erstmal mit dem Kraken zum Schiff fahren. Nee, kein Platz mehr. Keine Chance. Kein Platz mehr. Dann fahren wir mal südlich von Bente runter und das Schiff muss zu uns in den Heimathafen zurück. Jetzt müssen wir mal gucken. Im Museum war das, glaube ich, richtig. Im Museum konnte man unter Artefakte sehen. Oder war das im... Nee, das war dann nicht im Museum. Das war im Zoo. Hier, abgründige Tiefen haben wir soeben gefunden. Den Kraken. Dann brauchen wir noch den sogenannten schwarzen Schlinger und eine Kronenqualle. Wo wird es denn den schwarzen Schlinger geben? Müssten wir irgendwo mal suchen, oder? Den schwarzen... Unbekannt. Gibt's nichts. Hier ist er, der schwarze Schlinger. Wenn man den anwählt, genau, Item Herkunft, bekommt man von dem Tauchgang im offenen Meer. Hier seht ihr, das sind diese
Das sind diese legendären Karten, wo man danach suchen kann. Offenes Meer. Also man kann jederzeit auch danach suchen. Oder hier die Karte eines Abusades. Also den könnte man auf jeden Fall dort auch finden. Also ich schätze mal, das ganze Set könnte man hier nacheinander zusammenbauen. Militärbelohnung gibt es auch. Aufgabe und Expedition mit 2 oder 3. Also Schwierigkeitsgrad 2 oder 3. Okay. So. Neue Befehle? Da ist es. Alles bereit. Nehmen wir mal das erste Schiff. Und setzen mal wieder auf Escort. Stillgestanden. Der Admiral. Du möchtest wohl mein Museum mitfinanzieren. Ja, tut mir leid, Bände, aber ich muss die Insel kaufen. Das nützt nichts, weil hier Dank drauf. Dank unserem Admiral. Hier drauf würde ich gerne. Boah, hier drauf würde ich gerne Weizen exportieren. Zumindest mal auslagern und dann alle Inseln damit versorgen. Beeinflusst Fischereien und Perlenfarm. 40% Produktivität, 50% weniger Arbeitskräfte erforderlich. Ist natürlich mal mega. Das würde ich auch trotzdem alles erstmal in das Begleitschutzboot bzw. Patrouillenboot mit reinpacken. Oder Eskortboot, wie man dazu auch gerne jetzt sagen möchte. Und die letzte Karte. Die letzte Schatzkarte. Landzunge von da. Vom Festland aus im Westen. Richtung Osten anfahrbar. Aus dem Westen und das dann gegenüber. Das heißt, im Westen befindet sich auf der Insel die Landzunge. Machen wir das nochmal gerade. Es ist nur eine Landzunge. Es ist hier, oder? Ich denke mal, die Landzunge. Die Landzunge wäre hier. Nee, das ist sie doch nicht. Sind unterwegs. Steuermann? Alles bereit. Dazu sind wir doch hier. Beobachtet. Die Menschen lassen sie hochleben.
bisschen Spaß, ein bisschen Dreck. Das schadet nicht. Hält meine Lampe am Brennen, wenn vom vielen Malochen der Docht schrumpft. Bereit für neue Befehle! Route eingezeichnet. Okay, gehen wir hier mal wieder auf die Schiffe drauf. Das ist das mit 10% weniger Handelspreise. Und der Polizist könnten wir alles sehr, sehr gut im Cap Trelawney brauchen. Das auch nicht. Dann könnten wir höchstens eins machen. Wir werden das ummodeln und werden unser kleines Kanonen. Wir werden unser kleines Kanonenboot nach Crown Falls schicken. Das dauert zwar ein ganz schönes Stück. Ist mir aber jetzt erstmal relativ egal. Unseren einzigen Clipper haben wir losgeschickt. Ja, die Fregatten stehen alle noch hier. Die sind... Genau. Noch die Geleitschutzquests haben die vor uns gemacht. Die dürfen dann mal wieder Richtung Mitte der Karte segeln. Oh, der hat auch mal wieder eine Quest. Spannen Sie die Hosenträger. Eine Abholaufgabe für 8000 Münzen. Ins Unbekannte. Was dürfen wir denn abholen? Ein neuer Auftrag. Liefern Sie an Sir Archibalds Blick. Oh! Oh, die Quest ist noch gar nicht vorbei gewesen. Oh, werden wir das schaffen, in 5 Minuten dort runter zu segeln? Dort oben vom Doktor. Das glaube ich niemals im Leben nicht. Niemals. So. Holen Sie vom Blakes diplomatischen Clipper das Gold. Könnten wir machen. Wo ist aktuell unsere Flotte? Die ist hier. Dann fahren wir mal zum Blakes Clipper. Und dann muss man das hundertprozentig irgendwo hinfahren. Naja, aber es geht recht schnell. Diese also Ungewissheit ist schrecklich. Möge sie noch ein wenig anhalten. Also man mag das gar nicht glauben, aber durch die guten Winde, die wir jetzt haben, geht das recht zügig. Das hätte ich nicht gedacht. Das geht jetzt hier Vollgas. Vielleicht haben wir noch Glück und wir können die Quest tatsächlich noch abgeben. Das wäre natürlich mega. Alter, das geht hier Volldampf. Das geht hier Volldampf voraus. Finde ich richtig gut. Ja, das ist jetzt die Frage. Nochmal Bier. Ich würde eher nochmal auf die Bierschiene gehen. Weil da könnten wir jeweils nochmal 3 komplette Slots vollpacken. Links wie rechts. Neue Befehle? Ja. Und ab nochmal zu Enharlow, das Bier verklopft. Nochmal einen schönen Reibach gemacht. Und dann könnten wir, wie gesagt, die Seifenproduktion wieder anleiern. Oder wir machen es jetzt wirklich so, wir holen uns einen Clipper und senden dann den Clipper immer komplett von hier zu Enharlow mit dem Bierverkauf. Und wir nehmen den nächsten Clipper und senden den von hier zum Seifenverkauf immer Richtung Gefängnis. Können wir auch machen. Das königliche Ihre Hoheit billigt es. So, dann machen wir mal Handelsmenü. Und zwar machen wir von hier nach da. Und zwar Warenladen. Dann laden wir hier mal Seife. Machen hier genau dasselbe. Hier natürlich auch. Hier auch. Und hier tun wir die Waren entladen. Das ist dann wie verkaufen. Und dann ist gut. So,
hätten wir Seife zum Kaufen und Verkaufen. Ein Teil der Schiffsfracht wird auf ihrer Route nicht gehandelt. Warum? Deine Einreichung hat mehr Gewicht als das zufriedene Lächeln am Ende wiegt alle Unannehmlichkeiten auf, nicht wahr? Warum können wir das nicht verkaufen, oder wie? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, oder halt auch nicht. So, liefern Sie an Madame Kainas Leuchtturm Gold. Bereit für den Einsatz. Oh. Ein neuer Auftrag? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Eine Souvenirverkäuferin. Sehr schön. Setz die Segel. Dann fahren wir zu Madame Kaina und laden die 5 Tonnen Gold komplett wieder ab. Das Schiff war ihr Sarg und ihr Grab war die See. Stillgestanden, der Admiral. Ach ja, wir schauen nochmal schnell ins Kap Trelawney und gucken nochmal, was es jetzt hier gibt. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Toast wie die Brandung. Eine Kanone. Es gibt eine Kanone. Okay, alles klar. Dann fahren wir auch mal zum alten Ned. Unser Clipper fährt mal hoch. Kann ausladen. Und wir kümmern uns dann in der nächsten Folge um genau das hier. Um die nächsten Schatzkarten. Mich würde das nur wirklich dort ehrlich mal interessieren, wo gab es diese legendären? Oder werden die nach einer gewissen Zeit... Oh, hier gibt es die wieder. Oder werden die nach einer gewissen Zeit freigeschalten? Das weiß ich allerdings nicht. Alle stehen bereit. Dann machen wir so weiter. Dann in der nächsten Mission, in der nächsten Folge. Als erstes die Expeditionsmission. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Lasst gerne eine da, würde mich riesig freuen. Gerne auch Bewertung. Ich lese mir alles. Gerne auch Kommentare, so wollte ich sagen. Blabla, was ist denn heute los? Lest mir alles gerne durch. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und mich ein kleines bisschen unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge Anno 1800. Ciao, ciao.